Strike-Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Okay, so, Sütkas hier, ahoi meine Lieben, andersrum ahoi meine Lieben, Sütkas hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge XCOM The Enemy Within und wir speichern hier erstmal diesen Einsatz und ich hoffe, wir kommen diesmal ein bisschen besser durch als beim letzten Mal, vor allem, dass wir niemanden verlieren. So, wen haben wir denn hier? Du hast, gucken wir uns erstmal hier wieder die Ausrichtung der Map an, wir sind also hier in der Ecke. Hier geht's weiter, hier geht's weiter, hier geht's sehr lange weiter. Und wie sieht das in diese Richtung aus? Okay, wir haben also wieder so einen relativen Schlauchlevel, der sich in diese Richtung hier schräg hoch bewegt. So, die Frage ist, wo gehen wir hin mit euch? Wir müssten... Dann gießen wir erstmal hier hin. Und da wir gerade gespeichert haben, gehen wir mal in der ersten Runde hier gleich ein bisschen weiter. So, Sniper, dich will ich hier oben haben. Und zwar erstmal dahinter. So, dann haben wir dich. Du gehst mal dorthin. In diese Richtung rücken wir mal noch nicht so allzu schnell vor. Wo ist eigentlich mein... Achso, du bist auch mein Heiler. Dich sollte ich eigentlich mehr in die Mitte postieren. Dann kommst du bitte darüber. Dann kommst du dorthin. Und du kommst, ja, da. Was ist das hier? Ist das hier ein Staubsauger oder was steht hier rum? Ja. Auf dem Parkplatz. Naja, okay. Oder ist das hier eine Werkstatt? Ah, das ist eine Werkstatt. Alles klar. Da stehen mehrere Staubsauger. Oh, das klingt nicht gut. Oh oh. Ich speichere. Das klingt gar nicht gut. In Bewegung. Komm mal da rum. Bereit zum Angriff. Oh. Da haben wir gleich drei so eine Sektopoden hier, Sektoiden. Du hast 72%. Na los, dann testen wir mal das neue Lasergewehr. Jawoll! Ziel eliminiert. Das war schon mal nicht schlecht. So, wenn du hier rüberkommst, dann mit X mal auf die Pistole wechselst, dann kannst du auch nochmal schießen mit 98% Trefferwahrscheinlichkeit. Nicht. Jawoll! Die Pistole, die Laserpistole gefällt mir auch schon mal ganz gut. So, leider komme ich mit euch jetzt nicht weit genug, um da noch mit einzugreifen in den Kampf. Rück mal dahin. Da sind auch noch zwei. Ach du Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Prozent, 50%. Du hast doch eine Granate. Wie weit kommst du damit? Nein, nicht weit genug. Scheiße. So, was mache ich mit dir? Oder dich haben wir noch. Aber Autos können explodieren. Das ist scheiße. Immer dahin. Mal hier die Tür auf. 50%. Los, komm, Versuch ist es wert. Daneben. Ah, und ihr habt doch diese schönen neuen Gewehre. Los, komm, du kannst auch noch mal schießen. Versuch es.
52%, das ist sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Hast sie getroffen, aber zu wenig Schaden gemacht. Dann los du nochmal. Das ist doch Riesenkacke. Ja, das ist wohl wahr. Sie treten den Rückzug an. So, der verbessert den hier ein bisschen, alles klar. Und der schießt jetzt oder rennt, geht vor und... nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und? Trifft aber nicht, Glück gehabt. Er haut ab. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier noch 2 Runden bis Meld. Wie weit ist das? Bis dahin. Wir müssten also mit einem volle Pulle darüber rennen. Wen haben wir denn jetzt? Dich haben wir jetzt hier. Könntest mal vorsichtig hier folgen. Ich mach mich los. Du könntest mal vorsichtig hier folgen. Siehst den jetzt auch? 95% mit der Pistole. Komm. Jawohl. Das hast du gut gemacht. So, mit dir können wir vorrücken. 59%, komm, versuch. Na, okay. Daneben geschossen. Ja, das ist wohl wahr. So, mit dir könnte ich jetzt aber noch Sturm und Schuss machen. Dann machen wir das auch. Bringt sie zur Strecke. Da der da hinten ja weg ist, kannst du hier bis zur Tür vorrennen, diese aufmachen und damit flankierst du den und müsstest den jetzt auch wegrotzen. Jawohl. X-Ray neutralisiert. So, und eigentlich würde ich jetzt mit dir... Du hast ja noch eine Granate. Cool, warte mal. Rücke vor. Wenn du jetzt hierhin vorrückst. Und dann die Granate wirfst. Dann hast du den auf jeden Fall. Zack. So, und dann könnte ich mit dir jetzt noch versuchen, da das Meld zu erreichen. Sofern wir da keinen anderen Gegner aufdecken, sollte das ja was werden. Nein, was habe ich jetzt gedrückt? Nein, ich habe aus Versehen Feldposten gedrückt, das wollte ich nicht. Oh, Spiel laden. Was habe ich denn da jetzt gedrückt? Man muss da sonst immer zweimal auf die 2 drücken. Habe ich wahrscheinlich auch, weil ich mit der Hand von WASD weggerutscht bin. So, du gehst mal dahin. Du kannst dann nächste Runde hier noch das Meld holen. So, wir schauen mal, ob das klappt. Bestätige. Unter Kontrolle. Gut, das hast du. Wunderbar. So, dann... ja, können wir vorrücken. Kommst du mal hier mit rüber? So, mein guter Sniper, was mache ich mit dir? Du kannst mal da runter gehen. Was macht er denn da? Der glitscht hier durch den Container. Naja, okay. Drück mal vor. So, mit dir. Verstanden, los geht's. Du kannst gleich mal eine ganze Ecke vorrücken. Und ansonsten warten wir die Runde mal ab. Okay, da kommen wieder welche. Oh, scheiße, Sucher. Oh, gut, du hast ihn getroffen.
Zwei Sucher. Okay, bei Sucher müssen wir die Leute ein bisschen zusammenfingern. Das bedeutet, wir sammeln uns jetzt alle hier so ein bisschen in der Mitte. Position bestätigt. Ja, du kommst dann mal rum. Du kommst auch hier mal rum. Und du kommst bitte auch ein Stück zurück. Ich kann mir noch einen vornehmen. So, alle auf Feldposten und dann warten wir mal ab, was die Sucher machen. Okay. Da ist er. Nicht schlecht. So, aber einer ist da noch. Wo ist denn hier mein... Du kannst betäuben. Komm mal hier nochmal ein bisschen mit in die Mitte. Dann sollten wir sie aber eigentlich... einmal greifen lassen jetzt. Ich speichere mal ab. Und bring die jetzt mal alle so dicht beieinander, dass er auf jeden Fall da rankommt. Vielleicht kriegen wir so einen Typen betäubt. Das wäre natürlich Hammer. Verstanden, Commander. So, wie kann man jetzt hier eine Runde beenden? So, Runde beenden. So, Sucher, komm mal her. Da waren zwei Sucher. Komm, nochmal beenden. Jetzt kommt er. Jawohl. So, der schnappt sich den. Und jetzt versuchst du mal, den Sucher zu betäuben. Das geht nicht. Okay, gut, dann können wir das Spiel laden. Schade eigentlich. Ich hätte so einen Typen gern mal lebend gefangen. Aber geht offensichtlich nicht. Ja, dann gehen wir jetzt hier zurück und machen wieder für alle Feuerschutz. Du kannst jetzt auch die richtige Püfte nehmen für Feuerschutz mal. Da kommen neue. Das war nichts. Nun alle. Das war auch nichts. Aber immerhin haben wir da die Deckung kaputt gemacht. Jetzt kommt der Sucher. Jawohl, den hast du schön erwischt. Schön. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann sollten wir jetzt mal ein bisschen speichern hier. So, vielleicht gelingt es uns ja von denen da jemanden Leben zu fangen. Dazu müsste ich mit dir aber mal vorrücken. Scheiße, und Autos können explodieren, das ist nicht gut. Du siehst welche, hast aber keine... Munition. Könntest aber mit der Schredder-Rakete... Was, warte mal, was macht die nochmal? Verursacht 4 Schaden. Und die erlangen... Damit könnten wir 2 von denen gleich mal wegrotzen. Ja, los, komm. Was soll der Geiz? Weg den Scheiß. Waren ja 3er. Ich würde es für sehr wünschenswert halten, diese Behälter zu bergen. Anstatt sie zu zerstören. Ja, wir haben einen. Das muss auch mal reichen, Mädel. Mann, ey. Die immer mit ihrer Schlauigkeit hier. Oh, ich bin Frau Schlau-Schlau. Ich weiß das alles besser. Ey. Wir sind hier im Krieg, Mädel.
Bin unterwegs. So, du stehst da mal denkbar blöde. Alle an ein Auto, das ist echt keine gute Idee. Ich mach mich auf. Ja, du kommst mal dahin. Dann wechselst du die Waffe. Und gehst mal auf Feuerschutz. Und du gehst auch mal, oder Feldposten vielmehr. Du auch auf jeden Fall. So, jetzt die Frage, was mache ich mit dir? Vorgehen und in Deckung. Warte dich. Ah, du bist der Letzte, okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Wir speichern uns das mal ab. Und wenn ich jetzt mit Sturm und Schuss hier in diese Position laufe. Ach verdammt, ich wollte dich eigentlich noch irgendwie in Deckung stellen. Weil irgendwo ist ja hier noch einer. Da haben wir Sturm und Schuss wieder verschenkt. Naja, egal. Dann gehen wir auf Feldposten, falls der Gegner angreift. Das war... Okay, der kommt nicht. Warum kannst du jetzt bloß so ein bisschen gehen? Weil hier Feuer ist. Das ist Mist. Begebe mich auf Position. Dann komm mal dorthin. Mach mal hier auf. Wo siehst du den? Da oben ist der. Ja, los, komm, Feuer. Da müssen wir so einen Typen andermal sehen. Ziele erreicht. So, ja, komm, ab nach Hause. Das können wir wegklicken. Sieht aus, als hätten sie da unten alles im Griff. Sie tragen nicht einmal einen Kratzer davon. Ja, danke, das ging halt diesmal ein bisschen gut. Was können wir machen? Scharfschütze, verkrüppelnder Schuss. Dieser Schuss setzt die Hauptwaffe des Ziels außer Gefecht. Der Gegner kann sie durch Nachladen reparieren. Kann keinen kritischen Treffer landen und hat 2 Runden Abklingzeit. Oder was haben wir hier? Ein Gefechtsscanner. Ja, dadurch, dass ich meinen Sniper aber ungern nach vorne bringe, der soll eigentlich hinten stehen bleiben, weil sie ja Truppsicht haben, erscheint mir das hier sinnvoll. Okay, weiter. So, in ganz Asien, in ganz Südamerika. Wir bleiben in Kontakt, Commander. So, wie sieht's jetzt aus? Oh, shit. Japan, Indien. Dann los, Satelliten starten. Einen nach Japan. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Oh. Ja. So, und jetzt wird's langsam kritisch hier. Scheiße. Technikabteilung. Warte mal. Wir können aber auf jeden Fall schon mal wieder... So, ein Satellitenkontrollzentrum. Warum kann ich das nicht bauen? Weil ich 20 Ingenieure brauche. Und ich habe... Wo sehe ich, wie viele Ingenieure ich habe? 12. Fuck. Wo soll ich denn so viele Ingenieure herkriegen? Warte mal. Moment. Wenn ich eine Werkstatt baue, gibt 6 Ingenieure. Wenn ich das fertig habe, plus den Bonus am Ende des Monats, dann habe ich genug für ein neues Satellitenkontrollzentrum. Dann sollten wir das Ding bauen, eine Werkstatt. So, und dann sollten wir... wie viel kosten denn die Satelliten? Das waren 70. 70 ist nicht mehr so teuer. Warum kann ich den eigentlich jetzt nicht bauen? Achso, weil ich bloß auf Herstellen drücken muss. So, ich muss 3 Stück bauen, also müssen wir ein bisschen was verkaufen. Wie sieht das eigentlich mit der Zeit aus? Ne, ein bisschen haben wir noch. So, ich muss 71 Dingens bauen.
verkaufen für 71. Was können wir denn verkaufen? Flugcomputer, die sind Commander, sehr teuer. Das Artefakt, das wir an den Rat verkaufen wollen, wurde vom Forschungsteam noch nicht untersucht. Ja. Ich bin sicher, Dr. Wallen wäre enttäuscht, wenn wir finanzielle Gewinne über unsere Forschung und Entwicklung stellen würden. Ja, das mag sein, aber... Oh nee, warte mal. UFO-Energiequelle beschädigt. Achso, nee, dann haben wir ja noch eine. So, das wären 75. Weg damit. Dann gehen wir hier Gegenstände bauen. Und zwar wieder... Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Ja, das dauert 20 Tage, bis die Satelliten nämlich fertig sind. Darum müssen wir die schon mal in Arbeit geben. Gut, so, dann ab zur Einsatzleitung und weiter geht's. Seit kurzem erreichen uns unglaubliche Nachrichten. In Was ist denn jetzt los? Städten weltweit wurden Außerirdische gesichtet. Es heißt, dass nun auch vermehrt zivile Ziele angegriffen werden. Sieht ganz so aus, als hätten sie ihre Taktik geändert. Aber warum? Was soll das? Es ist eine Botschaft an die ganze Welt, dass nichts sie aufhalten kann. Wir halten sie über die neuesten Entwicklungen auch weiterhin auf dem Laufenden. Okay. Ups. Die Mistviecher hasse ich. Terroristen, sehr schwer. Gut, wir haben bloß die Möglichkeit, losschicken. Das müssen wir machen. Wir haben schwer, wir haben Unterstützer, wir haben Sturm. Warte mal, können wir... Das war hier... Unser besserer Unterstützer, ne? Der dreimal heilen kann, ne? Hier müssen wir mal noch eine andere Waffe geben. Achso, ja. Gib mal Gegenstände frei. So, jetzt müsste hier noch ein Lasergewehr frei sein. Okay, und dann nimmst du bitte hier ein Medikit mit. Jetzt hast du nämlich dreimal Medikit. Schwer, Unterstützer, Sturm, Scharfschütze und einen neuen. Frage ist, macht das Sinn? Ja, los, komm, Marsch. So, und wie dieser Einsatz dann abläuft, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.